Trimet Holding ist Automobilzulieferer im Bereich Aluminium-Druckgussteile. Am Standort Simmerda fertigen wir hauptsächlich Mechatronikbauteile in kleinen Bauteilgrößen. Wir haben eine Gießerei mit angebundener Schmelzerei. Das heißt, wir haben erhöhte Umgebungstemperaturen, speziell im Bereich der Schmelzöfen, wo auch der neue H30 im Einsatz ist. Wir haben zudem durch die Gießerei verschlechterte Luftverhältnisse, das heißt durch Partikel, durch Staub. Das müssen die Fahrzeuge abkönnen, das ist natürlich auch für die Motoren eine Belastung. Der neue H30D kommt seit ca. 8 Wochen im Einsatz, hat hier speziell die Aufgabe zur Beschickung von unseren Schmelzöfen. Und da dieser Stapler der einzige Stapler mit einem Drehgerät ist, ist dieser durchweg 24x7 im Betrieb. Anhand der Feedbacks der Kollegen kann ich sagen, dass die Beleuchtung und gerade die Umsicht von dem Stapler wirklich sehr gut angekommen ist und sehr positiv beurteilt wurde und auch die Laufruhe vom Motor. Der neue Motor hört sich immer noch an wie Diesel jetzt, also sehr, sehr gut, aber er ist auf jeden Fall leiser. In den einzelnen Runden, in denen ich mit den Mitarbeitern gesprochen habe, wurde gerade das Handling des Staplers sehr positiv angesprochen. Die Hydraulik ist sehr, sehr leichtgängig. Das Lenkverhalten, das Ansprechverhalten ist sehr gut. Auch mehrere Hebel mit einmal und so. Und das funktioniert eigentlich relativ problemlos. Aber speziell ist wirklich die Rundumsicht in diesem kleinen Stück, in diesem engen Fahrbereich, in dem wir zugegen sind. Mir gefällt persönlich sehr gut die Beleuchtung am Fahrzeug. Wenn man jetzt nachts unterwegs ist, gerade hier die Schmelzerei und so, draußen irgendwas reinholen oder sonst irgendwas, also da ist schon die Beleuchtung richtig gut. Ja, aufgrund der guten Beleuchtung werden wir sehr gut gesehen. Selbst als Fahrer sehr gute Sichtverhältnisse. Jede planmäßige Ausfallzeit, jede ungeplante Ausfallzeit wirkt akut auf die Fertigung ein. War bisher erst eine Wartung fällig und die war in enorm kurzen Zeit abgeschlossen. Aus Einkaufssicht sind wir sehr zufrieden, was die Ersatzteilverfügbarkeit und auch die Servicekomponente besteht. Und im Wettbewerbsvergleich haben wir zwar etwas mehr in den Geldbeutel greifen müssen, was wir aber vor dem Hintergrund der Servicekomponente gerne getan haben. Und damit sind wir auch sehr zufrieden. Das Wichtigste neben den Gesamtkosten des Staplers ist eben die Arbeitssicherheit, ob die Mitarbeiter sich auch wohlfühlen, ja, ob das Gesamtpaket einfach passt. Das Ergebnis in diesem Fall war sehr gut. Also ich finde es gut, dass man ein- und aussteigen kann mit dem Helm auf dem Kopf, ohne beeinträchtigt zu werden, ohne anzustoßen. Als Trimet Automotive Holding sind wir sehr dankbar für diesen Versuch des Teststaplers bei unserem Standort Simmerda. Wir erhoffen uns im gegenseitigen Nutzen eine erhöhte Performance, längere Standzeiten und einfach die Produktivität unserer Flotte zu erhöhen.